Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, vor einem Monat, bin ich 31 Jahre alt geworden und ich habe wundervolle Geschenke bekommen. Diese Geschenke bezogen sich nicht nur auf materielle Dinge, sage ich mal, sondern auch auf sehr, sehr herzliche Nachrichten, auf wundervolle Nachrichten, die ich bekommen habe per Sprachnachricht oder Anrufe, Menschen, die dann doch vielleicht mal ganz kurz vorbeigekommen sind, um Hallo zu sagen. Und das hat mir den Tag einfach auch wundervoll gemacht. Und sie haben mir auch sehr viel Geschenke vorbeigebracht und das hat sich gereimt. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, was ich bekommen habe. Dieses Video soll jetzt nicht zum Angeben sein oder, keine Ahnung, um zu zeigen, hey, guck mal, was ich alles Geiles gekriegt habe. Vielleicht so ein bisschen auch als Inspiration, was kann man vielleicht verschenken, so als Geschenkideen-Video kann man das auch nehmen. Aber vor allem soll es dazu dienen, ich möchte mich bei allen Leuten einfach von Herzen bedanken. Bei den Leuten, die mir geschrieben haben, habe ich meistens auch zurückgeschrieben, habe mich bedankt und wie auch immer. Bei den Leuten, die mir was geschickt haben, bin ich bei den meisten dazu gekommen, aber die meisten möchten gerne ja auch meine Live-Reaktion sehen. Das heißt, ich kriege das dann schon per Sprachnachricht oder per E-Mail rübergebracht, aber natürlich bei weitem nicht so, wie ich das jetzt so im Video machen könnte. Ich hoffe, ihr versteht das und ich bekomme auf dieses Video nicht allzu viel Hate, denn das ist immer so ein zweischneidiges Messer bei diesen Geburtstagsgeschenke-Videos. Dennoch, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr demütig bin, dass ich geplättet bin von diesen herzlichen Karten, die ich gekriegt habe, von den wundervollen Nachrichten von euch. Und ihr habt mir den Tag einfach sehr, sehr besonders gemacht, um das einfach mal so zu sagen. Und jetzt zeige ich einfach mal die materiellen Dinge, die hier so sind. Das Herzliche, was natürlich in den Karten stand oder in den E-Mails oder in den Instagram-Nachrichten oder in den WhatsApp-Nachrichten. Kann ich bei weitem natürlich jetzt nicht zeigen. ich habe mich sehr gefreut. Es war, wie gesagt, ein wunderschöner Tag. Es sind Geschenke sowohl von Familien, von meiner Familie, von Freunden, von anderen Influencern, sage ich jetzt einfach mal, von Internetbekanntschaften, von vielen, vielen Menschen. Eine bunte Mischung, sage ich mal. Ich starte mit dem Geschenk von der lieben Karin, was ich geschenkt gekriegt habe. Und das halte ich zuerst einmal so hoch. Das ist so ein richtiges Mädchenpaket. Und richtig cool finde ich das Milk Chocolate Make-up Set. Das ist so ein Schokoladenset in Make-up-Form. Und ich freue mich sehr, dass ich mich dabei drüber hermachen kann. Es ist so, so cool. Eine Lidschattenpalette, ein Pinsel, Nagellack und so weiter, aber halt in Schokolade. Es ist so, so heiß. Ich finde es total geil. Dann hat sie mir noch eine richtig geile große Karte dabei gepackt. Ich hatte alles auch auf so einem, bei uns auf dem Buffet stehen, so heißt es. Es ist von Ikea so ein Teil. Und da waren die ganzen Sachen schön drapiert. Da auch Blumen mit dabei sind, mussten die auch ganz schnell ins Wasser. Einige Blumen habe ich tatsächlich auch schon draußen eingepflanzt. Genau, aber es sah halt wunderschön aus und hauptsächlich pink, Leute, ne? Speziell für dich und dann zu Vögel. Und da hat sie ordentlich was reingeschrieben, was ich jetzt nicht zeigen möchte. Und die Neutrogena Hydro Boost Gel Maske, die wundervolle zweigeteilte Maske, die ich echt schätze, liebe und gern mag. Also vielen, vielen Dank, Karin. Da hast du mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Dann hat sie mir auch noch beigepackt zwei Duschgele. Einmal von Isana, die Rose Dream mit zauberhaftem Rosenduft, inspiriert zum Träumen, Cremedusche. Das ist diese hier. Leute, die riecht so unheimlich gut. Das ist halt so richtig inspiriert, wirklich zum Träumen, weil das so eine richtige Rose ist. Es ist wie eine Blumenwiese, ich sag euch das. Das ist so, so schön. Das ist echt klasse. Oh, das ist toll. Dann hat sie mir noch mit beigepackt die Du bist so schön Duschgel mit zart blumigem Dufterlebnis Dusche von Isana. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal da. Mega geil, auch die wieder mit Pfingstrose. Oh, unsere Pfingstrose blüht übrigens jetzt. Oh, die riecht auch richtig schön. Die riecht richtig nach Blumenwiese und die hier riecht nach Rosenwiese quasi.
dann hat sie mir das, fand ich super witzig, Shampoo und Spülung von The Body Shop, Strawberry, steht aktuell noch unter meiner Dusche, wird in den nächsten Tagen tatsächlich sogar leer werden. Und die hatte mein Freund mir auch im The Body Shop Adventskalender geschenkt quasi, ohne es zu wissen, weil, ne, Mann und so. Riecht unfassbar gut nach Erdbeere. Ich habe es, wie gesagt, aktuell unter der Dusche. Wie man sieht, es macht die Haare schön. Und ja, vielen, vielen Dank. Richtig geil. Diverse Invisibobbles hat sie mir auch mit beigelegt. Also das sind diese drei Packungen. Richtig, richtig gut. Ich benutze tatsächlich nur diese Telefonkabel-Haargummis, weil die einfach meine Haare vor dem Abbrechen bewahren. Und aktuell habe ich sie tatsächlich auch verwendet, um mir daraus Masken zu basteln. Deswegen richtig gut. Das ist Nachschub für mich. Und meine absolut liebste Haarmaske ist so geil. Seitdem ich sie das erste Mal von der lieben Jana geschenkt gekriegt habe, feiere ich die hart. Von Garnier Fructis die Pflegendes Banana Hair Food Maske. Das ist so ein 3-in-1-Ding. Das kannst du entweder ganz normal als Haarmaske verwenden. Das heißt, du lässt es einwirken und spülst es aus. Oder du machst es in die trockenen Haare und lässt es richtig lange drin und spülst es dann aus. Oder als Spülung, glaube ich, irgendwie war das. Aber auf jeden Fall so hammergeil. Also vielen Dank. Ich freue mich drauf. Ich habe nämlich aktuell noch eine Haarkur mit Zimtduft. Es ist ein bisschen blöd, im Juni sowas zu verwenden. Aber hey, ne, das habe ich auch. Oh, jetzt kommt der Duft schon. Oh, es riecht wie Bananeneis. Oh, richtig geil. Das passt jetzt einfach tierisch gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Von meinen Mädels, also wir haben ja eine Clique und da haben wir Mädels uns zusammengetan und schenken uns dann immer gegenseitig was. Und da ist es immer so, dass quasi pro Person 5 Euro gerechnet wird. Und dann besorgt immer diejenige, die zuletzt Geburtstag hatte, für die, die dann aktuell Geburtstag hat, das Geburtstagsgeschenk. Das heißt, ich muss demnächst für die, die demnächst Geburtstag hat, das Geschenk besorgen, für die liebe Sandra. Das ist übrigens auch meine Zahnfee. Und genau. Da kam meine liebe Freundin Jules vorbei und hatte mir dann das vorbeigebracht. Und da mein Freund zu dem Zeitpunkt einen Hexenschuss hatte, hat ihr Mann mir dann auch noch geholfen, Schränke reinzutragen. Vielen Dank, war richtig geil. Das war ein kleiner Disclaimer, sorry. Auf jeden Fall haben meine Mädels mir erstmal eine Karte geschenkt mit einem Glücksballon. Ein neues Lebensjahr voller Glücksmomente. Das ist so schön. So ein rosaner Luftballon. Ich traue mich gar nicht, ihn aufzupusten, weil ich das so hübsch finde, ne? Finde ich total klasse. Dann haben die Mädels hier halt reingeschrieben, ne? Meine Zuckerpuppen, so heißen die halt. Und ja, dann gab es einen Rossmann-Gutschein. Kann ich demnächst shoppen gehen. Und tada! Ja, ein bisschen was für den Garten, wo jetzt auch gerade schon Viecher dran sind. Das heißt, das muss ich ganz schnell einpflanzen und die lässt auch schon ein bisschen die Köpfe hängen. Den Umtopf finde ich unfassbar schön. Den werde ich hier im Haus auch verwenden. Ich hatte sogar überlegt, mir den vielleicht hier als Pinseltopf oder so zu nehmen, aber da passen meine Pinsel nicht rein. Ja, weil wir haben vorne im Vorbeet einen riesengroßen Part, wo wir Lavendel gepflanzt haben. Und das hier ist Lavendel, da wird das dann auf jeden Fall reinpassen und vor allem auch sehr, sehr langlebig da drin sein. Und Lavendel ist einfach eine wunderschöne Geschichte für Bienen, für Schmetterlinge, für Hummeln und auch allgemein so für die Umwelt. Und deswegen liebe ich Lavendel und ich mag den Duft einfach tierisch gerne. Danke, meine lieben Zuckerpuppen. Ihr habt mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich finde es immer zu schade, wenn man halt so eine Geschenkunterseite quasi ja nur hat. Aber ich werde es irgendwie wiederverwenden. Aber es hat sie echt hübsch gemacht. Als nächstes habe ich von der lieben Jule etwas geschenkt bekommen. Da muss ich mir, glaube ich, zunächst mal was aufsetzen. Denn das war damit drin verbaselt, versteckt. Leute. Tada, da war ein Krönchen mit drin. Ich feiere das hart. Ich habe ja tatsächlich auch ein Prinzessinnenkleid. Und das hatte ich ja auch in meinen Videos gesagt, dass ich an meinem Geburtstag das tragen werde. Das kam jetzt etwas später. Wird tatsächlich farblich auch 1A passen. Und das Krönchen werde ich auf jeden Fall auch bewahren. Das passt da sehr, sehr gut zu. Und ich finde es scharf. Dann waren da noch ein paar Rosen drin. Richtig süß. Dann hat sie mir hier ein Lolli mit reingepackt. Und zwar von DM Mivolis, ein Traubenzuckerlutscher. Finde ich super klasse. Denn solche Lutscher kann ich sehr gut gebrauchen, weil mir oft schwindelig wird. Gerade wenn es jetzt so warm draußen ist, dann brauche ich das wirklich ab und zu. Ein bisschen Traubenzucker, damit mir nicht schwarz vor Augen wird. Deswegen konnte sie nicht wissen, aber damit hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Finde ich echt gut. Dann hat sie mir etwas dabei gelegt und hat einen Zettel dabei geschrieben. Übrigens alles eingepackt. Ich habe es natürlich ausgepackt, ne? Also, hey. Und zwar von Yves Rocher die à l'argan et à la rose, also mit Argan und Rose, ein Hammam-Duschöl.
Und dazu hat sie mir ein Zettelchen geschrieben. Ich liebe diesen Duft, ich hoffe, du magst ihn auch. Und ich habe daran gerochen. Oh ja, ich mag ihn richtig, richtig gerne. Das ist so Rose und Argan, riechst du? Aber es hat auch noch irgendwie so einen Hauch, ein bisschen was Herbes auch mit dabei. Also nicht allzu, es ist nicht so super schwer oder so, aber es riecht schon sehr, 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 sehr speziell und sehr geil. Also ich freue mich tierisch drauf, mich damit dann demnächst auch zu duschen. Das ist echt schön. Und hier ist auch eine Pfingstrose abgebildet. Also das passt jetzt einfach aktuell sehr, sehr gut. Vielen Dank. Dann hat sie mir noch eine Clinique-Creme dabei gelegt. Die Clinique Smart Night. Diesen Moisturizer. Das ist cool. Ich habe nämlich demnächst vor, so eine kleine Testreihe von Clinique Smart Produkten zu starten. Bin ich sehr gespannt. Da habe ich nämlich irgendwann mal auch so ein Testkit mir gekauft und habe dann auch irgendwie gratis was dabei gekriegt. Dann hatte ich was aus dem Adventskalender und das habe ich mir alles in eine Tasche gepackt und wollte das wirklich auch mal demnächst testen. Deswegen passt das sehr, sehr gut dazu. Dann hat sie mir noch einen Lippenstift mit beigelegt und geschrieben, ich hoffe, du hast ihn noch nicht. Nein, ich habe ihn safe noch nicht. Das ist von Trend It Up Sensitive, der Shine Lipstick. Der sieht echt so scharf aus, ne? Ist mal dieses Mintgrün von der Verpackung her. Bisschen OB-mäßig. Ich meine, das wäre ein ultra großes OB, aber ja. Übrigens die Farbe 10. Das ist ein echt schönes Nude. Der ist. Oh nee, der ist nicht Nude, der ist pink. Der ist sehr cool. Passt zum Grünchen. Mega. Der riecht gut. Das ist klasse. Soll ja auch irgendwie eine Lippenpflege mit dabei haben. Als nächstes hat sie mir etwas von Hask dabei gelegt, und zwar das Arganöl. Ein reparierendes Arganöl für die Haare. Und sie hat geschrieben, meine Haare lieben es, ich hoffe, deine auch. Ja, Arganöl habe ich aktuell tatsächlich auch noch in Anwendung in einer etwas größeren Flasche und meine Haare lieben es wirklich. Ich verwende das auch nur einmal die Woche, aber meine Haare genießen das dann, ne? Das ist so eine Art Fettkur, Ölkur, wie auch immer, die ich dann mache, weil die Haare danach dann echt hart aussehen, sage ich mal. Also, weil ich mir die auch gerade im Bommel mache, das heißt, es geht dann auch in den Ansatz, muss man echt aufpassen, aber ich finde es ziemlich cool, weil das die Haare auch einfach echt pflegt, ne? Finde ich klasse, vielen Dank. Oh Mann, dann hat sie hier noch etwas beigelegt und gesagt, dass es vorher in den Kühlschrank muss. Und zwar von Youty die iPad Mask. Da haben so viele schon drüber berichtet und gesagt, wie gut die sind. Und das ist mit Aloe Vera, mit Hyaluron und Vitamin E. Das kann meine untere Augenpartie safe gebrauchen. Ich muss auch gar nicht mehr in den DM oder Rossmann, um mir irgendwelche Neuheiten anzuschauen, denn da haben mir so viele liebe Leute so geile Sachen mit beigelegt. Eine Limited Edition Balea Tuchmaske, und zwar die Copacabana. Und da hat sie geschrieben, dass sie hofft, dass es nicht nach Kokos riecht. Bin ich auch sehr gespannt. Das werde ich auch dann sehr zeitnah austesten. Mega geil. Cool finde ich vor allem, dass die nur 10 Minuten draufbleiben muss. Das ist immer sehr praktisch, ne? Also ich mache mir Masken ja immer drauf, wenn ich aus der Dusche rauskomme und mich dann danach eincreme und so, ne? Und dann müssen die Masken halt entweder länger oder halt genau so lange draufbleiben. Und meistens brauche ich so 10, 15 Minuten, um mich einzucremen und anzuziehen und so weiter. Und dann passt das immer 1A. Von daher echt geil. Dann hat sie gesagt, kann man in der jetzigen Situation gut gebrauchen. Und zwar von Valia die Handschuhmaske. Safe. Auf jeden, 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 jeden Fall. Ich habe hier auch so eine ganz trockene Stelle. Wo ist die denn? Da. Zwischen meinen Fingern. Ganz, ganz trocken. Ist halt blöd, weil auch gerade da immer mein Ring ist, ne? Aber ja, da muss ich auch immer Creme, Creme, Creme und kann das mega gut gebrauchen. Dankeschön. Die wird gleich echt gemacht. So, und auch sie hat mir von Neutrogena die Neutrogena Hydroboost Maske beigelegt. Ja, Leute, ich liebe sie und ihr wisst es mittlerweile. Und da hat sie geschrieben, Me-Time, der Sommer kann kommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Sommer ist schon da, Jule. Bei uns auf jeden Fall ist es heute richtig warm. Ja, dann noch ein liebes Kärtchen und liebe Worte und so. Dankeschön. Von meinem Papa und seiner Frau habe ich zum einen so eine Hängeblume geschenkt gekriegt, die halt jetzt draußen bei uns hängt. Das ist auch in so einer Hängeschale. Wir wissen noch nicht genau, wie wir die am besten befestigen können. Wir haben nämlich über unserer Terrasse auch einen Balkon und müssten da theoretisch dann ja reinbohren, um da so einen Befestigungshaken dran zu machen. Da wissen wir noch nicht, ob wir das machen wollen. Wir haben die jetzt noch an so einer Wand. Ich weiß gar nicht, wie diese Stellwände heißen. Das ist so seitlich eigentlich so ein Windfang bei uns. Und da konnte man das halt auch so reinhängen. Es hängt aber halt ein bisschen schief, das sieht ein bisschen naja aus. Und dann hat mir mein Papa noch so eine Kerze angesteckt mit Happy Birthday. Es war echt total schön.
durfte ich dann noch rauspusten. Der ist halt vorbeigekommen. Ja, dann gab es auch noch ein Kärtchen mit dabei und liebe Worte und was Flaches und eine Kerze, weil wir sitzen viel draußen und wir haben einen Teich. Das heißt, da kommen dann auch gerne mal Mücken und sowas, klar, ne? Viecher halt. Und das ist eine Zitronella-Kerze, die übrigens auch richtig schön aussieht. Das ist von Chibo eine mit Zitronenduft und die Schale ist aus Zement. Das ist sehr, sehr gut, denn wir sind so im modernen Landhausstil eingerichtet, also auch sehr rustikal. Und gerade draußen passt das dann sehr, sehr gut und ja, die ist auch richtig schwer, die hat richtig Gewicht. Als nächstes hat mir tatsächlich auch eine Firma etwas zum Geburtstag geschickt und zwar Good Molecules. Das ist in diesem schönen Geschenkkarton und das Witzige ist einfach, dass man hier ein Pure Cold Press Rosehip Seed Oil hat. Ich meine, Rosehip ist jetzt nicht Rose, sondern Hagebutte, aber ne, halt Rose. Und da haben die halt direkt an mich gedacht und mir das zukommen lassen. Das finde ich richtig cool. Ein antioxidatives, reichhaltiges Gesichtsöl mit Vitamin A und dass die Hautelastizität halt verbessern soll, fand ich super witzig und ja, das ist safe ein cooles Geschenk zum Geburtstag von der Firma. Ich musste so lachen, als ich es ausgepackt habe und das war halt auch in so einem kleinen Säckchen drin, also da auch vielen, vielen Dank an Good Molecules. Ja, das ist mal pink, würde ich sagen und richtig, richtig cool. Es wurde übrigens auch nie an Tieren getestet, einfach nur so, das steht da auch ganz fett auf dem Karton, wollte ich nur mitgesagt haben. Hier habe ich ein Paket von der lieben Nicole und Leute, ist das nicht ultra cool? Oh mein Gott. Zuallererst habe ich hier drin von Revolution den Rose Powder Brush. Oh, es ist einfach eine Rose oben dran. Das ist so, so geil. Den habe ich noch nicht ausgepackt. Das müssen wir jetzt mal zusammen machen. Boah, das ist echt so eine mega edle Geschenkverpackung, oder? Richtig geil. Und oh, ich feiere diesen Pinsel. Ich finde den so wunderschön. Guckt euch den mal an. Da ist eine Rose drin. So schön. Ich hoffe, dass der, boah, der ist super weich. Ich hoffe, dass der auch richtig schön dann abpudert und so und bin super gespannt und freue mich drauf, den zu verwenden. Vielen Dank, liebe Nicole. Der ist echt hammermäßig und ja, der wirkt auch sehr, sehr wertig und sehr schwer und mega geil. Als nächstes gab es dann ein Kärtchen, gerade im Drogeriemarkt Abschminkzeug gesehen, auf dem Back to Reality draufsteht. Genau mein Humor. Ich liebe solche Karten und die bewahre ich mir auch echt gut auf und irgendwann mal mache ich da eine komplette Wand von oder ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall so einen Ordner, wo ich die ganzen Karten drin habe und den Ordner schaue ich mir übrigens immer gerne an, wenn es mir nicht so gut geht, weil ich dann einfach so ein bisschen Herzenswärme auch bekomme. Also vielen Dank an alle von euch, die mir jemals irgendwie eine liebe Karte oder sowas geschickt haben. Das ist echt total klasse. Ja, für den kleinen Hunger zwischendurch, da hat sie auch geschrieben, das geht immer, Schokobons. Dann eine Lidschattenpalette. Make-up Revolution, die Roxosaurus Color Burst Palette. Ich musste laut lachen, als ich die in den Händen gehalten habe, weil ich die selber erst kürzlich für ein Tauschpaket gekauft habe. Und also passt wie Arsch auf Eimer. Ey, ohne Witz, ne? Die ist einfach richtig schön türkis, wundervoll, richtig, richtig schön. Und von innen die Farben, das ist eine Farbexplosion. So geil. Ich feiere die. Vielen, vielen Dank. Damit ein Look, Leute. Das wird was. Ich meine, die Schimmertöne allein schon, ne? Dieser Botanical. Was ist das für ein geiler Grünton, oder? Komm, wir swatchen den. Der ist einfach total speziell und aufregend. Sieht fast schon Duochrom-mäßig aus. Boah, schön. Sehr schön butterig und foliert. Und der strahlt ja. Wahnsinn. Klasse. Damit wird, also ich habe hier so viele Lidschattenpaletten. Ich habe Stoff für die nächsten Jahre. Wenn ich das Bedürfnis habe, dass mir jemand sagt, wie wichtig ich bin und mich anfleht zu bleiben, kündige ich einfach meinen Mobilfunkvertrag. Auch das hat sie mir als Spruch mit reingelegt. Fand ich herrlich. Okay, dann hat sie mir von I Heart Revolution noch die Highlighter Wardrobe reingelegt. Das ist die Highlighter Collection und Leute, ganz im Ernst, ich liebe die Revolution Highlighter. Die sind so gut. Und ich habe das bei Alina, bei Frühlingsrodina schon gesehen und habe da schon überlegt, mir die selber zu holen und hat dann mit mir gehadert und hat gesagt, nee, Claudia, komm, dafür so viel Geld und keine Ahnung. Und sie legt mir das einfach hier in so ein Geburtstagspaket mit rein. So schön, das ist wie so ein Buch und dann hast du hier die verschiedenen Highlighter-Farben. Und das sind jetzt, Gott sei Dank, halt nicht so extrem bunte, sondern einfach total passende Highlighter. So
richtig geil. Ich muss da jetzt leider mit dem Finger reingehen, sorry. Ne, also. Und die knallen einfach von hier bis nach Metten. Das ist der Wahnsinn. Die sind so, so schön. Und die sind einfach Butter auf der Haut. Ne? Also klar, das ist jetzt mit dem Finger geswatcht. Ich denke, dass wenn man das dann halt mit dem Pinsel aufträgt, ist die Farbabgabe und die Strahlkraft dann natürlich etwas abgeschwächter. Aber allein vom Swatch her ist es schon mal hammermäßig schön und da freue ich mich drauf. Ja, vielen, vielen Dank, Nicole. Echt, also da hast du mir eine große Freude bereitet und ich freue mich drauf, das alles auszuprobieren. Ein ganz verrücktes Paket hat mich übrigens außerdem erreicht. Jana, White Swan Beauty, hatte mir vorab schon geschrieben: Claudi, ich habe dir auch was geschickt. Wunder dich nicht, wenn demnächst ein Douglas-Paket bei dir eintrifft, was du nicht bestellt hast. Okay. Sie hat direkt was bei Douglas bestellt und dann zu mir nach Hause schicken lassen. Und Leute, ich musste heulen, als ich das gekriegt habe. Ich habe ihr direkt eine Sprachnachricht geschickt und sie gefragt, wie verrückt sie bitte ist. Und ja, sie hat mir einfach die Bloodlust-Palette von Jeffree Star geschickt. Also, Leute, ich habe noch keine einzige Palette von Jeffree Star. Ich habe von dem den Concealer, den ich heute tatsächlich sogar drauf habe. Ich habe von dem das Translucent Powder, aber Lidschatten, ey. Ich habe ja auch gesagt, dass sie verrückt ist, ne? Aber die ist so schön. Es ist ein Oschi von Palette. Es ist in Samt. Und dann hatte ich sie in den Händen und das Erste war, ich konnte sie erstmal gar nicht aufhören zu streicheln, weil das einfach so schön ist und sich so gut anfühlt. Und ich einfach so dachte, so, ja, Jeffree Star, oh mein Gott. Mein Freund hat überhaupt nicht verstanden, weswegen ich so steil gegangen bin. Ich meine, ja, klar, versteht ihr das nicht, aber hey, ihr werdet gleich sehen, was er mir geschenkt hat. Da werdet ihr auch lachen. Oh, es ist einfach so geil. Und dann macht man die halt auf. Ich habe die auch erst nicht aufgekriegt, ne? Bis ich gerafft habe, dass man einfach nur hochklappen muss. Okay, hier oben hat man dann einen Spiegel drin und unten diese Farben. Und das sind einfach so riesengroße Fännchen. Und das ist so hammermäßig. Und oh Mann, ey. Ich habe die schon bei dem einen oder anderen YouTuber auch gesehen und habe dann auch gedacht, boah, geil. Und dann habe ich gesehen, boah, nee, die kostet 65 Euro. Das ist der Wahnsinn. Und Jana schickt mir die einfach, ne? Komm, ein paar Töne, ich habe die noch gar nicht geswatcht. Ein paar Töne swatchen wir jetzt einfach mal. Dann nehme ich hier Pink Magic. Wet Jewel. Es ist so weich. Leute. Und hier den Executioner. Den Exekutierer. Dann haben wir hier drei. Oh mein Gott, das ist. Meine Damen und Herren, oh, man traut sich gar nicht, so was Wundervolles zu benutzen. Ich sag euch das. So was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ist das schön. Oh mein Gott. Jana, danke. Es ist unfassbar. Boah, dieses Pink. Das ist so hammergeil. Das ist so ein Prinzessin-Pink. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist echt so, so toll. Danke, Jana. Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Passt jetzt auch super zur Krone. Ein weiteres Geschenk, was ich von einer Firma gekriegt habe zum Geburtstag, was aber leider ein bisschen zu spät war, um das mit in mein Geburtstags-Make-up-Tutorial mit reinzumachen, ist von Dr. Pierre Rico gewesen und die haben passend zu dem Lila von der Bloodlust, Blut, 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 Bloodlust, Blut, Blut, von der Jeffree Star Palette. Leute, ihr merkt, ich bin etwas. Oh, haben die mir hier ein wunderschönes Paket geschickt mit echt coolen Sachen drin. Oh. Zum einen haben wir hier ein wundervolles Parfüm, was ich schon in meinem Parfüm-Sammlungsvideo gezeigt habe. Rosa Folia Nummer 2. Das riecht einfach wie eine Blumenwiese. Das ist so schön. Es hält nicht Ewigkeiten an, aber es riecht so schön. Es riecht so geil nach Rosa. Ich liebe den Duft. Ich finde das wirklich klasse. Vielen, vielen Dank. Dann haben die mir angeboten, dass die mir einen Self-Tanner schicken könnten. Und ich fände es, also ich fand es auch richtig geil. Ich habe gesagt, klar, safe. Da bin ich auch super gespannt, denn jetzt, wo ich das Video drehe, habe ich aktuell tatsächlich noch Urlaub. Da wollte ich mal meine Beine so ein bisschen mit bräunen und gucken, was da so
bei rumkommt. Bin ich super gespannt und werde ich euch im Aufgebraucht-Video auf jeden Fall von berichten. Außerdem wurden mir noch drei wundervolle Pinsel geschickt. Und zwar habe ich hier zum einen so einen schönen Gesichtspinsel. Damit kannst du sowohl unter den Augen richtig schön setten, als auch wunderschön Blush auftragen oder auch bronzen, weil der halt vorne auch so ein bisschen zusammengedrückt ist. Und dadurch kann man ihn sehr, sehr schön individuell und präzise anwenden. Und der fühlt sich auch ganz gut an und ich bin sehr gespannt, wie er sich dann quasi auf dem Gesicht verhält. Dann habe ich noch einen Foundation-Auftragepinsel, heißt das so, ich weiß es nicht, mitgeschickt bekommen. Das ist dieser hier. Auch richtig, richtig schön. Gefällt mir unheimlich gut. Den kann man, wie gesagt, entweder verwenden, um seine Foundation vorher aufzutragen und danach zu verblenden, oder zum Masken auftragen kann man den ebenfalls sehr, sehr gut verwenden. Und last but not least habe ich dann auch einen Lippenpinsel mitgeschickt bekommen. Das ist dieser hier. Den kannst du halt entweder zum Lippenstift auftragen verwenden oder um ganz präzise hier unten am Wimpernkranz, am unteren Wimpernkranz was aufzutragen. Finde ich richtig schön. Vielen Dank also auch an Dr. Pierricot für dieses coole Geburtstagsgeschenk. Mein Freund hat von mir eine Liste bekommen, weil er mich gefragt hat, was wünschst du dir? Und dann habe ich ihm so ein paar Sachen aufgelistet und diese drei sind es dir geworden. Okay, als erstes hat er mir die Too Faced Shake Your Pom Poms ausgesucht. Ich fand es echt cool, weil ich die selber so oft im Warenkorb hatte und immer wieder, nein, ich habe die auf die Liste geschrieben. Ich musste mich immer wieder zur Raison rufen, dass ich mir die halt nicht selber hole, weil ich die so schön finde. Und ja, das ist eine kleine handliche Palette von Too Faced. Ich habe ja auch schon die Sugar Cookie Lidschattenpalette in diesem Format, die ich richtig gut finde. Die Qualität ist wirklich toll. Damit kannst du tolle Looks schminken. Nicht zu intensiv, also das ist sehr zurückhaltende Looks kann man damit kreieren. Aber wenn du diese beiden Töne, also einmal das schimmernde Grün und einmal dieses dunkle Braun verwendest, kannst du die Looks auf jeden Fall intensivieren. Die Töne da drin sind butterzart, also ich swatch hier mal das Grün und ich swatch auch mal hier oben den rosa Ton. Die sind einfach wundervoll, richtig schön in der Pigmentierung, schön weich, lassen sich echt toll auf dem Auge verblenden. Und dieser Grünton, der schimmert so grün-gold, das ist sehr, sehr spannend. Und ja, ne, hat er gut ausgesucht, ja. Die zweite Palette, die er sich ausgesucht hatte von meiner Liste, ist die By Terry VIP Expert Palette. Unfassbar geil, der Typ. Ich muss es wirklich sagen, denn auch diese Palette, da stand ich sehr, 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 sehr häufig kurz davor, die selber in den Warenkorb zu packen und musste immer wieder aufpassen. Ja, übrigens mit der Shake Your Pom Poms habe ich dann auch am Geburtstag selber meinen Look geschminkt. Und ja, aber das war halt nur so für mich halt, ne? Oder für uns halt. Und ja, By Terry. Das ist... Oh, so schön. Entschuldigung. Die mag man kaum benutzen, weil die so schöne Prägungen auf den Fännchen hat. Ciao, das war der Pinsel. Unfassbar schön, oder? Die ist ein bisschen mehr so für den Abendlook. Das ist einfach auch eine richtig, richtig schöne Palette. Gute Qualität. Hier ist natürlich das Türkis voll hardcore, also das ist oh, hammermäßig. Das flaume lila Dingenskirchen hier ist auch heftig. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr reingehe, weil eigentlich ist es dumm, ne? Weil man will die ja verwenden, vor allem wenn die so teuer ist. Andererseits will man halt auch irgendwie nicht die Produkte aufbrauchen, weil die einfach so schön von der Prägung her sind. Das ist echt merkwürdig. Okay, und dann haben wir hier noch den Eiffelturm, den nehme ich auch mal zum Swatchen. Und diesen Ton hier oben nehme ich ebenfalls auch nochmal. Also die fühlen sich auch schön in der Palette an, aber gehst du mit dem Finger rein, hast du direkt schon das erste quasi dir weggenommen. Okay, oh, swatchen wir die Töne mal. Ich hatte die auch bei Hatice Schmidt, bei Hatti gesehen im Video und fand das da auch schon hammermäßig cool. Und ja, halt etwas eher so Abendlook, weil ein bisschen dunkler, aber so schön. Also da werde ich echt meine Freude mit haben. Ja. Ich werde zu allen Paletten, die ihr hier seht, auch Looks drehen. Auf jeden Fall. Die lege ich mir direkt zur Seite auf einen Stapel, dass ich dann nach und nach Looks damit mache und die dann nach und nach auch online stelle. Mein Freund hat übrigens die Produkte im Lookfantastic Online-Shop bestellt und ich hatte ihm auch eine Foundation mit auf die Liste geschrieben, die ich interessant finden würde. Und das war irgendwas mit Nude Beige oder irgendwas helles Beige-mäßiges. Und da er die Foundation, die ich draufgeschrieben habe, nicht bei Lookfantastic gefunden hat, hat er einfach eine andere in so einer ähnlichen
Farbbezeichnung geholt und ich musste so lachen, als ich das ausgepackt habe. Aber gut, Elizabeth Arden Flawless Finish Sponge on Makeup, Sponge on Cream Makeup. Das ist dieses hier. Es ist nur ein Müh zu dunkel. Und zwar ist das die Farbe 02 Gentle Beige. Ja, also die werde ich nur dann tragen können, wenn ich richtig gebräunt bin. Ich werde es demnächst aber tatsächlich auch mal austesten, ob ich das vielleicht jetzt schon tragen kann. Muss ich mal gucken, was man da vielleicht noch mit Puder ein bisschen aufhellen kann. Die Verpackung ist richtig, richtig schön und ich habe die noch nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht warum. Das ist halt so ein richtiges Cream-Make-up. Fand ich interessant. Vor allem Flawless Finish. Gut für trockene Haut und so weiter. Hier für normale bis trockene Haut, mittlere, variable Deckkraft, natürliches, strahlendes Finish. Und da habe ich meinen Freund gefragt, sag mal, woher wusstest du, dass genau das die Eigenschaften einer Foundation sind, die ich gerne mag? Und dann sagte er, ja, ich habe halt geguckt, was die Foundation so macht und ich habe geguckt, was die Foundation, die du draufgeschrieben hast, so machen soll. Und da habe ich mir gedacht, ja, das macht die wohl. Fand ich so cool. Also für sowas liebe ich den einfach über alle Maßen, Leute. Ich muss es wirklich sagen. Von der Farbe her, also Foundation aussuchen aus dem Internet, für mich ist ja schon schwierig. Für meinen Freund wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Deswegen gucken wir mal. Ja, es ist halt hier jetzt auf der Haut ein bisschen dunkel. Aber das kriegen wir schon hin, oder? Wenn ich den nur ganz leicht auftrage und dann ordentlich verblende, ich muss mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Ich meine, hier am Unterarm bin ich natürlich ultra weiß, aber das muss auf jeden Fall auf dem Gesicht getestet werden und ich bin super gespannt. Echt klasse. Ja, als Mann hat man es schon schwer, eine Beauty-verrückte Frau zu beschenken, ne? Aber ich habe ihm Anreize gegeben und er hat super, super eingekauft. Von der lieben Marion habe ich auch was super Geiles gekriegt und zwar dieses Paket. War niedlich eingepackt in diesem Mickey Mouse-Stil. Ich fand es echt schön. Das habe ich tatsächlich auch schon ein bisschen eher bekommen. Habe dann aber bis zu meinem Geburtstag gewartet, bis ich das auspacke, weil ich packe keine Geburtstagsgeschenke vor meinem Geburtstag aus. Das macht man nicht. Da habe ich dann, zum einen, sie schickt mir immer irgendwas mit Engeln. Von der Bäckerei Konditorei Café Pütz. Okay. Das ist hier ein Marzipanengel, der wird sehr bald einfach mal vernichtet werden. Vielen Dank. Oh, von Jule habe ich auch was unterschlagen. Haferkraft von Corny. Das hatte sie mir auch noch mit beigelegt. Entschuldigung, das lag hier gerade unterm Geschenk von meiner Mom. Dann hat sie mir hier noch ein kleines Säckchen beigelegt. Und da drin befindet sich ein bisschen Schmuck. Und die schaut so aus. Das ist echt hübsch. Vielen, vielen Dank, Marion. Also da kann ich mir echt gut vorstellen, die dann auch im Alltag ganz normal zu tragen. Ich finde das total schön. Und Silberschmuck ist ja voll mein Ding, auch wenn ich heute eher Goldschmuck trage. Aber hauptsächlich ist bei mir ja immer so Silber, ne, dass ich Silber trage. Dann hat sie mir noch beigelegt zur Entspannung The Ritual of Ying Night Rescue Hand Mask. Und das ist richtig, richtig passend, weil ich immer an meinem Bett auch eine Handcreme stehen habe. Und eine Handmaske ist ja natürlich auch noch richtig reichhaltig, gerade zur aktuellen Zeit, also hammermäßig. Und das riecht so gut. Und bis vor kurzem hatten wir noch das The Ritual of Ying Pillow Spray. Mega geil. Also vielen Dank. Dann hatte sie mir geschrieben, dass eine Freundin von ihr diese Make-up-Patches selber näht. Und dann hat sie mir ein paar ausgesucht, die sie mir auch mit reingelegt hat. Das ist zum einen hier so ein kleines Mädchen. Da kannst du hier auch schön den Finger so rein und dann kann man sich da mit der Seite wundervoll abschminken. Dann hat sie mir dann noch eine Fliege oder was auch immer das ist für ein Tier mit reingelegt. Ein Einhorn, was irgendwie wohl die Farbe verändern soll. Und dann noch zwei ganz klassisch pink-rosane. Und ein komplettes für das ganze Gesicht. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Also vielen, vielen Dank, liebe Marion. Da hat sie mir natürlich noch eine Karte Willkommen in unserer kleinen Oase der Träume mit reingelegt und hinten liebe Sachen drauf geschrieben. Dann habe ich hier ein Paket von der lieben Eva geschickt bekommen. Mega schön. Das ist einfach so richtig geil bunt. Genau. Wir hatten tatsächlich auch mal was getauscht und jetzt wollte sie mir einfach mal was zurückschicken. Und zuallererst diese richtig coole, wahrscheinlich selbst gebastelte Karte mit diesen echt schönen Schmetterlingen. Also wahnsinnig cool. Das hat mir echt gut gefallen. Mit sehr schönen Sachen drin. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Ein Zitat von Wilhelm Busch. Vielen Dank.
Da hat sie mir beigelegt, aromatisierte Grüntee-Kräutermischung mit Zitrus, Lemongras, Pfefferminze, Erdbeerstücken und Sonnenblumenblütenblättern. Naturbelassene Kräuter- und Früchtetee-Mischung mit Holunderbeeren, Lemongrass, Fenchel, Pfefferminze, Nana-Minze. Ich liebe Nana-Minze. Kaktusblüten und Wollblumenblüten. Dann habe ich hier noch eine Bodylotion bekommen mit Bio-Orange und Bio-Sanddorn von Lavera. Da muss ich mal dran riechen, die habe ich nämlich noch gar nicht aufgemacht. Orange ist bei mir immer so eine Sache. Entweder liebe ich den Duft, wenn das mit Orange ist, oder ich mag es gar nicht, wenn mir das zu zitrisch ist. Oh, das riecht richtig nach richtigen Orangen, nach einer richtig großen, reifen, saftigen Orange. Das riecht gut. Das riecht richtig schön natürlich. Das gefällt mir. Vitalisieren passt jetzt auch sehr, sehr gut. Dann hat sie mir in einer wundervollen Lock-and-Lock-Dose, die ich übrigens auch sehr gut gebrauchen kann, Dankeschön, ein paar Schokosachen, Schoki-Sachen reingepackt von diese Lindor-Kugeln. Oh, wenn ich die gleich bei uns auf den Tisch stelle, dann haben wir die ruckzuck leer. Also lieben wir beide, Dankeschön. Dann hat sie mir noch eine erfrischende Reinigungsmilch mit reingelegt von Primavera. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist einfach zur Gesichtsreinigung. Primavera sagt mir auch irgendwas. Rieche ich jetzt nicht so viel. Bio Neroli und Bio Cassis. Dann auch noch ein paar rosane Blütenblätter. Auch von Primavera ein belebendes Feuchtigkeitsfluid mit Neroli und Cassis. Auch das fürs Gesicht. Und dann hat sie mir die Carmi-Palette von Revolution reingelegt. Vielen, 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 vielen Dank. Und wenn ich so hinten drauf gucke, ist auch diese Palette extrem bunt. Ja, ich liebe Rose und ich liebe bunt. Ich glaube, das ist irgendwie, ja, mittlerweile auf meinem Kanal sehr, sehr bekannt. Ich habe das mal gegoogelt. Carmi scheint ein männlicher englischer oder amerikanischer oder was auch immer YouTuber zu sein. Oder Influencer. Oh, die Palette knallt schon mal, ne? Die ist richtig schön mit Glitzer und von außen so schön türkis. Make Magic. Oh ja. Mit dieser Palette kann ich definitiv Magie machen. Wow. Die ist geil, oder? Richtig schön. Okay, was nehmen wir? Bite me. Beiß mich. Boah, ist das Butter. Richtig geil. Oh, das ist pink. Under my spell. Love yourself. Und integrity. Integrität. Schön. Richtig, richtig schön. Die haben echt kabumm. Richtig klasse. Das gefällt mir. So. Richtig schön bunt und strahlend und scheinend. Oh, fällt mir richtig gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann hat die liebe Eva mir noch so ein kleines Päckchen mit dabei gelegt. In rosa. Da haben wir einmal einen pinken, na komm raus, ein pinkes Schwämmchen. So wie ich bin, bin ich gut. Steht doch. Von Make-up Coach. Liebe, lebe, lache. Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, denke daran, es sind seine Grenzen, nicht deine. Das ist cool. Als Gott den Mann schuf, übte sie nur. Das kenne ich auch, das ist gut. Vielen Dank. Solche Sprüche, da stehe ich ja drauf. Ich glaube, das ist auch von Make-up Coach. Da hat sie mir was beigelegt. Lipstick, Highlighter und Glanzcreme. Make-up-Tipps für Frauen Ü50, gratis auf YouTube. Ja gut, Ü50 bin ich noch nicht, aber das wird getestet. Oh, dann hat sie mir hier ein, das kenne ich von Mama Co, glaube ich, Zauberpuder. Mattiert die Haut, lässt Poren feiner erscheinen, Lidschatten rutscht nicht mehr über die Lidfalte. Das Hautbild wirkt jünger und frischer. Auch das von Make-up Coach. Dann von Barbara Hoffmann. Kosmetikpinsel GmbH, so ein Schwämmchen. Ist das zum Gesicht abschminken? Weil das ist von dem Material her so schwammmäßig. Oder ist das zum Make-up auftragen?
Das weiß ich gar nicht. Barbara Hofmann. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ja interessant. Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Das sind echt coole Sachen. Da kann ich mich gut durchprobieren. Als nächstes habe ich von meiner Mama und ihrem Mann eine Karte bekommen und Blumen, die ich alle schon eingepflanzt habe. Die wären sonst verwelkt oder so. Das waren Nelken und dann noch so zwei andere Blumen. Die habe ich alle eingepflanzt. Ja, so macht meine Mama das immer. Für Claudia. Dann so Blumis und dann Smiley und dann Vögli und dann Herzi. Süß, ne? Welch ein Glück, dass es dich gibt. Das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Das finde ich ziemlich knuffig, dass meine Mama das schreibt. Weil sie hat mich geboren. Sie ist dafür verantwortlich, dass es mich gibt. Und dann hat sie mir hier eine Karte geschrieben, in der üblichen Mamaschrift, wo sie mir alles Gute wünscht, liebe Worte und so. Und ja, sie schenkt mir einen Mutter-Tochter-Shopping-Tag. Werden wir demnächst in Angriff nehmen. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin nur noch nicht so ganz... Ich weiß nicht, wie das so überhaupt ist, wenn man in die Geschäfte geht, ob man Kleidung anprobieren kann und so weiter. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. Als nächstes habe ich etwas geschenkt gekriegt von meinem Schwiegerpapa und seiner Frau in Spee. Genau. Schwiegerpapa in Spee und seine Frau, genau. Zum Geburtstag herzliche Glückwünsche und da sind Flamingos drauf auf der Karte. Richtig schön. Und ja, dann gab es einen Amazon-Gutschein. Kann ich auch wieder shoppen gehen. Und weil die wissen, dass ich Toffifees liebe, gibt es Toffifees. Und von Milka, alles Gute, die Pralines. Vielen, vielen Dank. Oh, ich, ohne Witz, ey. Wenn ich das alles esse, was mir geschenkt wurde, dann platze ich bald. Ein Geschenk haben wir noch und das ist tatsächlich heute auch erst bei mir eingetroffen. Und zwar ein Geschenk von der lieben Ela. Ja, habe ich natürlich schon ausgepackt, weil ich war neugierig. Ja, jeder Tag ist eine bunt gemischte Wundertüte. Nimm dir das Beste heraus. Auf jeden Fall. Jeden Tag so nehmen, wie er ist und das Beste draus machen, das ist auch eine gute Lebenseinstellung, die er noch ein bisschen entspannter werden lässt. Ja, sie hat mir Toffifees mit reingelegt. Ich liebe Toffifees. Dann hat sie auch etwas für Sammy mit reingelegt und zwar Nature Snacks für Hunde, Würfelspiele Nummer 1, 100% getrocknete Rinderlunge. Richtig geil. Sammy mag das richtig gerne. Man darf diese Packung nur nicht allzu sehr offen lassen, weil Rinderlunge stinkt wie Hulle, aber es ist gut für den Hund. So, dann hat sie mir von Evelyn ein Kabuki mit reingelegt und ich musste so lachen. Da habe ich mich dran erinnert, wie ich immer mal wieder verzweifelt versuche, die Bare Minerals Foundation mir aufzutragen und ich habe ja kein Kabuki. Ich glaube, da hat sie an mich gedacht. Dann hat sie mir ein Energy Cake mit reingelegt. Das fand ich ultra geil. Ich liebe Schokolade und ich mag tatsächlich auch diese Energieriegel sehr gerne. Und ich glaube, dass das hier so eine Kombination aus beidem ist. Finde ich echt cool. Von Puka Nighttime schlaffördernder Bio-Tee aus Haferblüte, Lavendel und Lindenblüte. Vielen, vielen Dank. Ela, wenn du wüsstest, wie schlecht ich in letzter Zeit... Danke. Einschlafen kann. Es ist so, so schwer. Obwohl ich Urlaub habe, fällt es mir unfassbar schwer einzuschlafen und morgens komme ich einfach nicht aus dem Bett. Ich hoffe, dass der Tee mir da ein bisschen helfen wird. Also vielen, vielen Dank. Ohne dass du es weißt, hast du mir jetzt gerade echt was Gutes getan. Und dann hat sie mir, oh ja, lecker mit weißer Schokolade, Power System Whey Crisp Bar, ein Riegel mit reingelegt. Oh, das ist gut. Dann hatte sie mir noch ein Paket mit reingelegt und draufgeschrieben, Rose geht immer oder sowas oder Rose irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es eben erst ausgepackt und ich habe es wieder vergessen. Auf jeden Fall von Revolution Rose Fizz Make-up Fixing Spray. Das ist dieses hier. Ich hoffe, es riecht gut, weil ich bin ja immer sehr zwiegespalten bei den Revolution Fixing Sprays. Und doch, das riecht gut. Ja, das riecht gut und das tut vor allem auch gut. Richtig gut. Richtig gut. Dankeschön. Dann waren da noch Bonbons drin. Von Revolution ein Blush in so einem Säckchen. Und das ist die Farbe Rose Kiss. Dann hat die liebe Ela mir noch einen Blush reingelegt. Oder ist es ein Blush von Essence? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also entweder ist es ein Produkt, was es jetzt aktuell gar nicht mehr gibt. Oder es ist ein Produkt, was es bei uns noch nicht gibt. Finde ich aber super schön. Und zwar Brit Tea. Das ist so ein bisschen wie bei Terry. Diese Rosenblüten. Oder von Clinique, ne? Oh, mega schön. Und da scheint auch ein leichter Schimmer mit drin zu sein. Also das, boah,
gehe da einfach mal. Oh, fühlt sich gut an. Da kann man natürlich dann auch mehr ins Dunkle gehen, wenn man es etwas dunkler haben möchte. Ich habe jetzt hauptsächlich hier hell genommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr hell. Ich denke, wenn ich jetzt ein bisschen mehr in das Dunkle reingehe, passt es dann besser? Ja, das ist dann mehr ins Rosa, ne? Mega geil, vielen Dank. Dann hatte sie mir auch noch eine Rosenmaske mit reingelegt. Und zwar Damascena Rosen müsste das sein. Pure Essence Mask Sheet Damask Rose. Das ist dieses hier. Rose geht immer, da hast du vollkommen recht. Dann eine Rose Butter Moisturizing Day Cream ab 30, vielen Dank, von Chiaia. Und dann noch ein kleines Säckchen. Da haben wir einmal von Catrice Aqua Ink Lip Liner Ultra Long Lasting Just Follow Your Rose. Da hat jemand echt, also, oh Mann, richtig nachgedacht. Das ist so cool. Was? Das sieht ja witzig aus. Das muss ich auf den Lippen testen. Oh, das ist aber ein schöner Ton. Den habe ich jetzt hier mal geswatcht. Etwas dunkler. Super flüssig. Ich denke, das ist... Oh, ich glaube, diesen Strich werde ich lange behalten. Dankeschön. Und dann hat sie mir von Birds and Bees noch was mit reingepackt. Das ist noch zu. Und zwar Glossy 516 Rose Falls. Das ist die Farbe. Und von Birds and Bees, die sind einfach super angenehm, super pflegend und so schön. Es riecht auch echt klasse. Und das hat auch so ein leicht glossy Finish. Das mag ich ja unfassbar gerne. Richtig geil. Dann hat sie mir noch eine Tasse mit reingelegt. All you need is love and a dog. Da hat sie vollkommen recht. Vielen, vielen Dank. Das ist eine schöne Tasse. Und das letzte Säckchen ist dieses hier. Und das ist ein Knaller. Zum einen ist das hier eine kleine Badebombe. Die wird für ein Fußbad verwendet. Die riecht aber super angenehm. Ich würde sagen, die riecht halt auch so ein bisschen rosig. Hat aber auch ein bisschen was von dem Badezimmer von meiner Oma, sehr positiv jetzt gesagt. Ne? Weil das roch dort auch immer sehr, sehr angenehm. Oder riecht sehr angenehm dort. Weil die da auch immer so Kugeln stehen hat. Mega geil, dankeschön. Und ein Nagellack. Ich schmeiß mich weg. Colors by La... Kann ich nicht aussprechen. La Ruff oder so. Das ist ja meine Farbe. Das ist ja Glitzer pur. Ich habe jetzt ja nichts auf den Nägeln. Ich mache mir heute Abend die Nägel erst. Da wird das drauf gemacht. Sugar Plum Fairies. Oh ja, Sugar Plum Fairies trifft es sehr. Danke, liebe Ela, da hast du mir echt coole Sachen zusammengepackt. Und danke an alle, die an mich gedacht haben, die mir persönlich oder per Nachricht oder sonst irgendwie gratuliert haben, die an mich gedacht haben, die einfach für mich da waren an dem Tag und den Tag auch einfach so wundervoll gestaltet haben. Und ja, wirklich, war wirklich schön. Ihr Lieben, das war jetzt ein etwas langes Video in Überlänge. Es tut mir leid, aber es waren auch sehr, sehr viele Geschenke, die ich bekommen habe und ich wollte sie nicht einfach so in die Kamera halten. Ich wollte es doch schon angucken und ja, mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen bedanken. Und jetzt würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style and Talk Videos. Nein, mit meinen ganzen Hauls. Ja, okay, nehmen wir das. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!